Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Wir haben gestern unseren ersten echten Herzcontainer erhalten, in dem wir Ghirahim, den Fürst der Finsternis, besiegt haben. Und jetzt startet eine Cutscene gleich. Ja, schauen wir doch mal, ob Zelda noch da ist. Ghirahim hat ja schon angedeutet, dass sie nicht mehr da ist. Wo sind wir hier? Karte. Okay, das hier ist der Endpunkt des Dungeons, wirklich. Hey, der Himmel ist blau, das heißt, die Wolken verdecken das Gebiet hier nicht. Okay. Ist jetzt nicht euer Ernst, ich konnte den Vogel angucken. Nein, habe ich nicht. Ich wollte eigentlich nur neu kalibrieren, weil die Kalibrierung schon wieder nicht gepasst hat. Hätte man diese Vögel jetzt ernsthaft fangen können? Ist nicht wahr, oder? Du hast eine Vogelfeder erhalten. Fehlern werden wegen ihrer Seltenheit und Nützlichkeit hochgeschätzt. Was es alles gibt. Aber okay, wieder was gelernt. So. Nüsse. Nix. Und ein Herz. Ja, das ist jetzt nicht, was ich brauche, aber okay. Fische sind hier auch. Was wetten wir, dass wir die genauso fangen können? Wir können sie nicht anvisieren. Nee, Fische können wir nicht. Ändert natürlich nichts dran. Unwichtig. Eigentlich auch unwichtig, aber Vorräte folgen ist immer gut. Ah, das ist doch schön. Ach, was haben wir denn da? Sehr, sehr schön. Eine weitere Schatztruhe aktiviert. Sehr gut. Ja, die sind hier vermutlich überall versteckt. Hier, da ich keinen Fisch einfach fangen kann, ist nicht so. Ein Schmetterling. Okay. Ich glaube, wir sollen die einfach nicht fangen, diese Fische. Da hängen da schon wieder Früchte. Hä? Die wachsen nach, das ist hier lustig. Aber das ist jetzt nicht das, was ich erreichen wollte. So, damit haben wir hier ein heiliges Artefakt, was auch immer, aktiviert. Thank you.
Gebieter. Diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Möchte ich das Spiel speichern? Ja. Naja, sie wird vermutlich von irgendjemandem begleitet werden, weil der Fürst der Finsternis hat das ja angedeutet. Ach, guck mal, unser kleiner Freund. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Leider nicht, mein Freund. Ich weiß, wer du bist. Du bist einer von denen, aber ich weiß nicht mehr, wer. Das ist aber schade, aber wenigstens scheint sie zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Ach ja, da fällt mir was ein. Wie der ein oder andere vielleicht noch weiß, da hinten irgendwo war doch dieser riesige Baum. Also ich meine den da. Wollen wir da mal gleich hingehen? Was? Ein Glibberschleim? Ist ja süß. Was den noch gibt. Glibberschleim ist natürlich nicht für mich, ne? Das ist schön. Jetzt haben wir hier schon mal eine Abkürzung. Die haben wir noch gar nicht aktiviert. Wo sind wir denn hier gerade? Okay. Gehen Leute nicht auf die Nerven. Wo geht's hier hin? Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Ah, okay. Wie sich der ein oder andere noch zu erinnern vermag.
Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht kann dieser Käfer sie aktivieren, aber ich fürchte, es ist mir mittlerweile aufgefallen. Ja. Okay. Ach. Das wird mir irgendwann noch das Spiel kaputt machen, wetten? Ach, ich bin mir relativ sicher zu wissen, was wir brauchen, um da hochzukommen. Und bis wir das bekommen, das wird noch sehr lange dauern. Es wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich bin gespannt, ob wir dann hier nochmal hin können oder wie das dann aussieht. Aber wir können trotzdem... Könnten wir uns da eigentlich mal hinstellen und schauen? Ach so, das ist ein Fluss, das ist kein Abhang. Naja, Das werden wir vermutlich nicht kaputt machen können. Also wir kommen auf diesen Baum immer noch nicht rauf, aber es wird vermutlich scheinbar irgendwann mal gebraucht werden. Wir sollten uns das also auf jeden Fall merken. So, wir wollen jetzt aber ins Wolkenmeer. Ja. Lass uns mal bitte zurück ins Wolkenmeer. So, perfekt. Eine weitere Statue haben wir geöffnet. Ja, die werden wir demnächst dann alle mal einsammeln. Da werden wir immer wieder zu Sammelausflügen gehen. Wo ist denn eigentlich die nächste Kiste erschienen? Ach, die ist wieder auf der Kürbisinsel. Das ist ja interessant. Und da hier... Ach, auf der Insel. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, welche Insel das ist. Doch, ja. Die habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo in einem Video gesehen. Das wird keinen Sinn machen, diese Insel jetzt zu besuchen. Daher... Daher fliegen wir gleich mal zur Statue der Göttin. Hihihi. Tatsache, der landet automatisch. Ja. Und ich soll das immer drücken, da heulen sie bei mir rum, wenn ich das nicht drücke, ne? Puh. Lächerlich. So, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen die nächste Statue einsetzen, also das nächste Puzzleteil. Und die Göttin feuert erneut ihre Macht durch die Gegend. In der Nähe einer Insel, das ist sehr interessant. Die Insel besuchen wir dann gleich mal. Gebieter, ich stelle fest, dass in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan wurde. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf deine Reise vorbereitet hast. Willst du mir nicht den Schild empfehlen? Ich habe kein Schild. Alter Fei, du lässt mich ja ganz schön gefährlich leben. Hätte ich jetzt schon damit gerechnet, dass du mir jetzt sagst, ich soll mir ein Schild kaufen, ja? Stell dir mal vor, ich würde mir jetzt kein Schild kaufen, weil du nichts gesagt hast. Das ist unverantwortlich, unverantwortlich, was du da treibst. Oh. Hey! Cookie, mein Cookie, wo bist du nur? Oh, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist der Stroh. Wer ist denn Cookie? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Wer ist denn Cookie? Sie ist meine Tochter, ein kleines, süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Stroh, wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine kleine, liebe Cookie ist verschleppt worden, da bin ich mir ganz sicher. Bitte finde meine Cookie. Sie hat bestimmt furchtbare Angst. Ich bitte dich, Stroh. Okay. Ah, oh, vielen Dank. Ich wusste, dass auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ich zähle auf dich. Hey! Was hast du sonst noch zu sagen?
Meine kleine Cookie, bitte finde sie so schnell du nur kannst. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, nein, ich mag gar nicht dran denken. Hey! Hey! Eine finstere Gestalt. Wer ist denn... Also ich kaufe mir jetzt erstmal ein Schild, aber wer ist denn hier in diesem Dorf eine finstere Gestalt? Ah, der hat Neues zu sagen, ja. Das sind Bomben, die können wir noch nicht. Oh. Eine kleine Dekotasche. Wenn ihr dieses Item in eurer, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. Noch kein... Aber das ist doch schon in Ordnung. Ja, ja, mach halt. Die ist auf jeden Fall interessant. Das ist der Schild. Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild? Der ist noch viel robuster als der Holzschild. Selbst loderndes Feuer kann hier nichts kaputt machen. Nur Elektroattacken sollten... tun euch weh. Ist schon in Ordnung. Schon in Ordnung. Verarsch mich ruhig weiter. Was hast du denn zu sagen? Ich komme gerade richtig, werter Herr. Ich habe neue Items in meinem Sortiment. Das Eisenschild und die kleine Dekotasche. Guckt sie euch ruhig an, ja? Achtung. Hallo du. Oho, seid gegrüßt, junger Freund. Soll ich die Zukunft voraussagen? Ich verlange eigentlich 10 Rupine. Aber nur heute mache ich es für einen einzigen. Ja, ein Rubin Zukunft, hä? Oh, wie schön. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Ah, nein, verstehe mich nicht falsch. Diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung. Glaube mir, so soll es sein. Oh-oh. Schwert, Schwert! Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es deutlich vor mir. Ich sehe Feuer, ein Ort voller lodernder Flammen. Mir wird schon vom Hinsehen ganz heiß. Ein Holzschild würde ich da vermutlich gar nicht schützen können, ja? Kaufe ein Eisenschild. Wichtig. Und auch ein Herztrank im Gepäck ist stets nützlicher, das weißt du bestimmt schon. Nun, das wäre alles für den Moment. Solltest du erneut vom Weg abkommen, zögere nicht, mich um Rat zu fragen. Viel Glück! Alter, ihr seid doch alle gestört. Was hast du eigentlich? Itemlager, du, schon wieder andauern. Du gehst mir auf die Nerven. Ja. Du kommst wegen mir. Ach, hör doch auf. Ein bisschen glücklich macht's mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Ja. Okay. Wow. So viele Items gibt's da. Heilige Scheiß, also kann man haben? Krass. Verkaufen können wir auch, ist ja lustig. Aber verkaufen kann man scheinbar nichts. Schade, also sehr schön. Unseren zusätzlichen Herzcontainer benutzen wir aber. Oh Gott, ist doch bloß, der wurde wieder gelöscht. Ah ja, vielen Dank. Du gehst mir voll auf den Sack. Ach, du bist der Sohn von dem einen Typen da. Oh, ja, bitte. Woher kennst du mich? Ey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir Items verbessern und ein Schild reparieren. Also, was soll ich machen? Mach mal meine Items besser. Okay, ich kann folgende Items verbessern. Was? Groß. Das Netz wird größer, okay. Wüstengras haben wir genau gar keinen. Schattenkristall haben wir genau gar keinen. Äonblume haben wir exakt gar keinen. Schleuder. Flächenangriff mit nur einem Kern. Finsterhalbmond brauchen wir dafür noch. Ein Bernsteinhalbmond haben wir ja schon. Ach, das ist ja ärgerlich. Jo, krass, mein Homie. Ich komme auf jeden Fall wieder. Hey, Kumpel. Hör auf, so traurig zu sein. Ich kaufe ja schon ein Schild. Ja. 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 Sei still. Her damit. Yeah, wir haben den Eisenschild. Ah, ihr seid ja mal mega geil. Oh. Sollte eine Schildanzeige sinken, ja, geh in die Werkstatt. Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild und andere Items verstärken, um ein Vielfaches wirksamer machen. Ja, und das da will ich auch noch.
Oh, meine kleine Dekotasche, ja. Ah, her damit. Wir haben die kleine Dekotasche erhalten, ja. Die ist sehr nützlich, wenn wir die Schleuder hier nutzen. Oh, ist das geil, wow. Ja, ja, müssen wir erst ausrüsten, bla bla. Es ist ja wieder traurig, du bist ja lustig. Tränke haben wir mehr als genug. Wie sieht's mit dir aus? Was kannst du denn alles so? Ja, ja, willkommen zurück. Mach mal besser. Okay. Das ist gut. Wow, man kann die also noch verbessern. Das ist sehr schön. Gut zu wissen. Hart. Abwehrkraft ist überall, fehlt einem was. Schrecklich. Oh, Mann, oh, schon wieder. Mann, verarsch mich doch nicht, voll gemein. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal wieder raus, denn wir haben jetzt ein kleines Mädchen zu suchen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber der Beschreibung nach hat der Dunkelfürst der Finsternis, der finstere Finsternisfürst der finsteren Finsternis, sie zerstört. Bevor ich aber weitergehe, möchte ich noch jemanden widerrufen. Ah ja, da haben wir schon einen, der einen Hinweis geben wird, vermutlich. Na, der hat was zu sagen, also vermutlich. Entweder hat er einfach nur Angst, dass sie weg ist für immer und ewig. Oder eben er weiß, wo sie ist, ja? Das kleine Mädchen, die Cookie. Okay, er hat immer noch nichts. Das heißt, er haut uns jetzt voll auf die Fresse. Insektenmedaille, ja, ja, du weißt ja schon, ne? Ja, 1000. Nee. Oh, komm schon, ey. Ja, ja, bitte warte einen Moment. Bla, bla, du fliegst jetzt raus. Wer von uns beiden hat denn schon 1100 Rubine in dich reingesteckt? Das ist ein Reichtum. Davon kann man sich 3 Rubintaschen und weiß ich nicht was noch kaufen, ja? Naja, wo wir eh schon dabei sind, die Schmetterlinge fange ich jetzt mal nicht. Oder? Doch, wir versuchen es mal. Alle 3. Jawohl. Und das Geld auch noch mitgenommen. Voll ausgeraubt. So, hey, erzähl mal. Hey, Strui. Was? Du hast den Teddy's Laden, Angeber. Cookie? Ja, der war neulich beim Friedhof, ja. Als meine Mama gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert, hä? Beim Friedhof? Okay, was macht ihr denn mehr? Wieso spielt ihr beim Friedhof, ihr kleinen Drecksäcken? Drecksgörn da, ey. Spielen beim Friedhof. Zeugt den Toten mal Respekt, so wie ich. Ich hab nur die Gräber kaputt gemacht. Und ihr macht gleich wieder den ganzen Friedhof kaputt und spielt da und macht so einen Scheiß, ja? So. Dann müsste ja hier der nächste Hinweis sein, gell? Ich würde mich ja totlachen, wenn jetzt hinter einem dieser Gräber tatsächlich irgendwas ist. Nix. Geld. Ja, Grabschändung. Grabschändung ist in Ordnung, solange es nur dazu ist, um Leute zu retten. Hallo? Okay. Wenn du nicht willst, dann machen wir halt einfach ein bisschen später. Ich zwing dich schon. Ist hier irgendwas, was wir verändern könnten?
Vielleicht auf dem Haus drauf? Wo könnte die denn sein? Das ist jetzt echt eine gute Frage hier. Hey! Oh, Story. Meine kleine Cookie ist einfach verschwunden, ob sie wirklich entführt oder meine Ehefrau ist davon überzeugt. Aber ich Cookie kenne, spielt sie wahrscheinlich nur wieder irgendwo. Sag mir Bescheid, wenn du sie gefunden hast. Also mit so einem Vater würde ich auch lieber woanders spielen, ja? Hier kann man bestimmt auch noch irgendwas machen dann. Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Okay, die Hymne der Göttin können wir jetzt noch nicht spielen. Also ich ahne zwar, was dafür vonnöten sein wird, aber das geht jetzt im Moment noch nicht. Da ist der Friedhof. Eine dunkle Gestalt. Weißt du, was eine dunkle Gestalt ist? Dieser blöde Händler ist eine dunkle Gestalt. Was hast du denn schon wieder zu sagen? Hey, Strui, was? Angela, Cookie, ja, beim Friedhof. Als meine Mama gelogen hat, bin ich nach Hause gelaufen, ja, ja. Schauen wir halt mal in die Häuser. Ah, wer hat denn da was zu sagen? Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Wie kann denn in so einem solch kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Schrecklich. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt worden sei? Das kann doch nicht möglich sein. Ah, da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig wie das Zeug, deswegen hat ihm bisher noch niemand so geglaubt. Wo der jetzt ist? Ja, Kürbisbar östlich des Wolkenhorts. Ja, du musst dahin fliegen. Ja, das ist richtig. Okay, also müssen wir jetzt ernsthaft in die Kürbisbar. Ja, ist doch super. Okay, wir müssen also jetzt zur Kürbisbar und mal fragen, was damit los ist, ja? Oh, scheiße, eigentlich hätte ich den Part einfach beenden sollen, Idiot. Ups, nicht getroffen. Ich will ihn jetzt mal erwischen. Okay. Das hat keinen Zweck, dafür ist die Steuerung mir noch zu unerklärlich. Wir können auf jeden Fall jetzt dieses Special-Ding mal öffnen, ja? Wo ist denn die nur? Batsch! Ups. So, Karte. Ich wusste, dass die nicht ganz unten auf dem Boden ist. Also, was ist denn drin? Also von der anderen Seite öffnen, hä? Schauen wir mal. Oh, 300 Rubine. Ja, das sollten wir lieber für uns behalten. Ja, das stimmt. Außer wenn wir es ausgeben, dann sollen wir es nicht mehr für uns behalten. Na, egal. Ich würde jetzt jedenfalls mal sagen, wir speichern hier
Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin, Servus.